Eine der letzten existierenden Bahnen befand sich in der sogenannten Schinnerei in Niederbleis. Im Jahre 1975 warf der ehemalige Betriebsleiter noch einmal eine Diesellok mit der Handkurbel an. Zur Freude von Eisenbahnfreunden und für seine kleine Tochter, die mittlerweile längst erwachsen ist. Jahrzehntelang war die Tongrube ein guter Kunde der Rhein-Sieg-Eisenbahn. Hier wurde hochwertiger Ton, man hätte ihn fast unbehandelt auf die Töpferscheibe legen können, abgebaut. Die Feldbahn transportierte das Material aus der Grube, um es anschließend in die Rhein-Sieg-Eisenbahn zu verladen. Allein in Niederbleis existierten 4 Feldbahnen mit einer Spurweite von 60 cm und die ohnehin schmalspurige Rhein-Sieg-Eisenbahn. Heute ein Eldorado der Schmalspur. Die Ziegeleien und Tonwerke hätten ohne einen Anschluss an die Rhein-Sieg ihren Absatz nicht erhöhen können. So beschäftigten die Platowerke bei Schmerbruch vor der Eisenbahneröffnung um 1890 etwa 20 Mitarbeiter. Nach dem Anschluss an das Schienennetz fanden dort bis zu 2000 Arbeitnehmer Beschäftigung.